er kein F3C fliegen, sondern jetzt wird er 3D fliegen. Dann ist er noch bei uns im Wettbewerb dabei, in unserem Freestyle-Contest. Und jetzt schauen Sie sich das an. Hier ruhig. Ach, der Name. Hier, ich habe ihn tausendmal gesagt, sag du ihn jetzt hier. Ich krieg ihn jetzt nicht mehr. Jetzt ist Blackout bei mir. Hiroki Ito. Jetzt habe ich schon wieder. Ich werde alt. Aufs Zeichen habe ich das Brötchen runtergeschluckt. Das ist wieder Absprache bei X und aus, aber so sind wir halt. Ja, und da fliegt der vierfache Weltmeister. Und warum er das ist, ich glaube, die Frage beantwortet sich hier in wenigen Sekunden selbst, denn der Mann hat einfach nicht nur das Können, sondern auch die Lässigkeit gepachtet. Ich glaube, das kann man schon allein an der Haltung sehen. Bei ihm bewegt sich nichts außer den Fingern am Steuerknüppel. Bei uns werden schon vor lauter Zittern die Kniescheiben weggeflogen, aber das ist halt der Unterschied. Und das sind wirklich Welten. Bis man so fliegen kann, muss man richtig, richtig lange und gut trainiert haben. Und er hat es halt auch im Blut, kommt dazu. Natürlich, also ohne Talent geht da gar nichts. Das ist mal definitiv und natürlich ohne das entsprechende Material. Das bekommt Hiroki Ito jetzt hier von der Firma JR. Das hier ist eine Next JR, Next E6 Flyballess. Ein Heli der sogenannten 50er Größe. Nee? Das ist aber einen dicken Szenenapplaus wert, natürlich. Das motiviert ihn noch mehr. Und Sie können sich vorstellen, wenn er da in Ameisenkniehöhe fliegt, wie exakt er diese Manöver steuern muss. Da gibt es wirklich keinen Spielraum für Fehler. Sonst haben wir hier die Bröckchen durch die Gegend fliegen, aber da muss man sich bei Hiroki Ito keine Sorgen machen. Je tiefer, desto doller. Da muss er sich natürlich, wenn er solche wilden Manöver fliegt, auch auf sein Material verlassen. Auch da gibt es dann wirklich keinen Spielraum für Fehler, da darf nichts locker sein. Außer dem Piloten, der ist locker. Mensch, 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 Mensch. Also da wäre bei uns schon dreimal das Heck gerade im Rasen. Und da kann man ruhig zwischen ja, dabei verklatschen. Ja. Das ist so, meine Mann-Tierung-Weltmeister. Er braucht natürlich das Material, das Richtige. Die JR-Vibe Next E8 Flyballess. Ein Heli der sogenannten 50er Größe, 1,38 Meter Motorkreis, 12S Akku ist dort verbaut. Der Hiroki fliegt bei einem JR Propo Sender, also alles aus einem Haus, genauso wie die Servos hier in dem Modell JR Servos DS01 auf der Taumelscheibe und JR MP80G auf dem Heck. Der Gyro, das Flyballess System, ein JR TAGS 01, also wie gesagt, hier der Rotorkopf elektronisch stabilisiert. Und woraus da ankommt bei diesen Komponenten, ist natürlich die Stellkraft, aber auch die Stellgeschwindigkeit, dass die Steuerbewegungen des Piloten quasi instantan umgesetzt werden. Und das ist mal eine Autorotation, meine Damen und Herren. Wahnsinn! Hiroki Ito! Da stockt einem immer wieder der Atem. Irre, das anzugucken. Wahnsinn. Während hier vorne sehe ich am Start breit, macht der amtierende deutsche Meister. Und er ist es mittlerweile dreimal in Folge geworden in der Sportklasse F3C. Wir haben also nicht nur den Weltmeister, den Vierer.